Aus dem Studio an der Weser. 3 nach 9, die Talkshow aus Bremen. Und hier sind Ihre Gastgeber, Giovanni Di Lorenzo und Judith Rakers. Herzlich willkommen zu 3 nach 9. Schön, dass Sie wieder da sind. Warum sind Italiener so klein? Nun? Hau raus. Weil man ihnen später sagt, wenn du mal groß bist, musst du arbeiten. Ich weiß, dass Ihre Hände für, ich glaube, 70 Millionen versichert sind. Deswegen zuerst die Frage, sind die Füße auch versichert? I think it's a package. Ja, das ist ein Paket. Ich fand das sehr mutig. Sehr intim, wenn die Geschichte wahr ist. Du hast nämlich über deinen ersten Bordellbesuch geschrieben. Der erste Bordellbesuch suggeriert, es habe einen zweiten gegeben. Das Geheimnis könntest du jetzt hier lüften. Ich war etwa 16 Jahre alt, als ich angezogen von einem Bordell, das in der Bonner Immenburgstraße immer noch existiert, mit zwei Freunden, unerlöst, libidinös unerlöst, durch den Cordon der Zuhälter durchging und der Freier. Und man konnte durch ein gekacheltes Labyrinth gehen und die Frauen lagen da, waren an den Kunden eigentlich desinteressiert, sahen aber aus wie Pasteten, guckten Fernsehen und sagten immer, komm, gehst du mit, komm, gehst du mit. Und das wurde der Soundtrack des frühen Begehrens, komm, gehst du mit. Und irgendwann habe ich mich in einen dieser Räume getraut, um festzustellen, ich bin nicht gut fürs Bordell. Ich bin auch nicht gut für die körperliche Liebe zu diesem Zeitpunkt. Die Frau hat auch weiter Fernsehen geguckt und dann habe ich irgendwann... da kann man noch so viel Basketball spielen, das war so. Und schließlich habe ich dann es mit den Vokabeln versucht, wie immer. Das heißt, ich habe ihr erklärt, dass es eine Deformation gibt, bei der die Brüste der Frau am Rücken angewachsen sind und die heißen angeblich Retropositio Mammae. Und das fand sie faszinierend. Und sie bezweifelte, dass es das geben kann. Und dann musste ich ihr andere lateinische Namen sagen und habe dann Mons Pubis gesagt für den Schamhügel. Venushügel. Venushügel. Und dann hat sie gesagt, wenn du das nächste Mal wiederkommst, dann bring Vokabeln mit. Und dann habe ich mir genau überlegt, was ich ihr sage. Aura seminalis war für mich, das ist der Geruch der Keuschen. Wie Prinz Charles. Man riecht irgendwie, da ist nichts. Und das andere war Odor Lupanaris, das war der Duft der Huren. Die hießen im römischen Zeitalter so. Und damit war sie sehr zufrieden. Und dann hat sie einen rätselhaften Satz gesagt, der mir immer nachging. Und das ist eigentlich Momentum in dem Augenblick. Sie hat nämlich gesagt, du hast Glück, du lernst langsam. Und in der Liebe finde ich das sehr schön. Langsam lernen macht großes Vergnügen, Herr Ziegler. Sie gucken so versonnen, als verstünden Sie genau, wovon ich rede. Total einverstanden. Ja, danke. Total einverstanden. Ich habe eine Frage, bei der ich ein kleines bisschen befangen bin, weil ich einen Text, kann ich mir gar nicht vorstellen. Deinen Text, den du dazu von dir selber veröffentlicht habe in der Zeitung, für die ich arbeite. Wo du bekannt hast, dass du eine Familie aus Syrien, sehr kinderreiche, aufgenommen hast. Wie geht's dieser Familie? Gut, sehr gut. Ja. Was machen die ersten Integrationsversuche in Deutschland? Freuen die sich mit dem Land an? Nehmen die Kinder die Sprache an? Ja, die Kinder sind unheimlich schnell. Die Kinder sind wirklich das kleinste Problem. Die haben wir sehr schnell zum Glück in Schule und Kita bekommen. Und da hat man richtig von Woche zu Woche gemerkt, wie schnell die anfangen, alles aufzuschnappen, wie schnell die sich unterhalten können. Die schicken mir Nachrichten per WhatsApp und sagen, Sarah, wo bist du? Wann kommst du? Abla, wann kommst du? Wenn ich irgendwo unterwegs bin. Ja, die wissen, ich sage immer, Sarah arbeitet, ich fliege, sing, la la la, und dann 3 Mal schlafen, dann komme ich wieder. Das ist immer so unsere Kommunikation, wie ich dann erzähle, dass ich jetzt mal 3 Tage nicht zu Hause bin oder eine Woche oder wie auch immer. Das heißt Abla? Schwester. Ah, Schwester. Abla, Abla, Sarah, Abla, wann kommst du, wo bist du, ich vermisse dich, das können sie alle schon sagen. Auch super schmeichelhaft, ne, Schwester? Ja, ja, ganz süß. Nicht Mama? Ganz süß, die Kleine, das ist eine 2-Jährige, eine 4-Jährige, ein 11-Jähriger, neugeboren ist, die ist jetzt bei uns quasi, die war 4 Tage alt, als die kam, ist jetzt schon so ein kleiner Brummer.
Und ein 11-jähriger Sohn, der am schnellsten gelernt hat. Der hat wirklich in der Schule ganz schnell gelernt, mit dem kann ich mich komplett unterhalten. Und der kann für die ganze Familie übersetzen. Und die Älteren bei der Mama, die natürlich, die hat 9 Kinder insgesamt. Das wusste ich am Anfang gar nicht. Das hieß, eine Mama mit 5 Kindern kommt, dann kamen aber immer welche nach. Die war, glaube ich. Und die haben auch schon Kinder. Die haben dann auch schon Kinder. Und dann irgendwann war es halt auch an einem Punkt, jetzt nach einem halben Jahr, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir für euch eine größere Wohnung finden. Mhm. Und ihr wirklich auch so. Diesen Schritt habt ihr jetzt geschafft. Ihr seid überall angemeldet, ihr habt alle Ärzte, die ihr braucht, ihr wisst überall, wo ihr hin müsst, ihr kennt die U-Bahn-Station und kommt zurecht. Wir sind 3 Kilometer in der Nähe. Die sind also ausgezogen? Die sind jetzt ausgezogen, kurz bevor die Tournee losging. Weil, unter Tränen oder gefasst? Schon unter Tränen. Oh, also bei uns auf jeden Fall und den Kindern auch. Meine Kinder waren auch sehr traurig. Das war ja so ein bisschen. Ja, es war ja schon wie Geschwister oder Freunde im gleichen Haus. Meine Kinder kamen von der Schule und sind sofort mit den Kids immer raus. Es war immer jemand zum Spielen da. Mhm. Meine 4-Jährige natürlich von jetzt auf gleich ein 2-Jähriges und ein 4-Jähriges Geschwisterchen in Anführungsstrichen bekommen hat, war nicht immer begeistert, dass sie ihre Sachen jetzt teilen soll und dass da immer jemand ständig in ihr Zimmer geht und so. Aber die hat auch am meisten gefragt danach. Also, und wir besuchen uns auch ganz viel. Wir kochen zusammen, wir essen zusammen. Also, es ist eine sehr, sehr schöne, intensive Zeit gewesen. Würdest du das nochmal machen oder sagst du, diese Anstrengung, die reicht erstmal für die nächsten, sagen wir mal, 10, 20 Jahre? Na, die Anstrengung steht in keinem Verhältnis zu dem, was du da zurückbekommst. Und es ist eine tiefe Verbundenheit dieser Familie gegenüber, der Mutter gegenüber. Obwohl wir uns nicht so viel unterhalten können ohne Dolmetscher. Aber trotzdem haben wir Abende draußen gesessen und 100 Zigaretten geraucht und uns mit Händen und Füßen. Und manchmal lachen wir und sagen, ja, und sie so, Sara, Arabik. Und ich so, ja, Susu, du Deutsch. Und dann sitzen wir und rauchen halt noch eine. Und dann versteht man sich auch. Ja. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Ist sehr, sehr gut. Meine Deutsch ist just a little vergessen. Ich habe jetzt hier 2 Utensilien, von denen ich glaube, dass Sie damit was anfangen können. Ja. Ich würde gerne mal anfangen mit dieser Selleriestange. Mhm. Und also Sie nehmen uns jetzt mit auf die Reise. Ja, wir müssen also, glaube ich, beides schon mal rausnehmen. So, ich habe mir jetzt noch was überlegt. Und zwar, wir haben also hier... wir haben also hier einen Pappbecher. Ich habe mir auch extra noch, Sie hatten mir einen viel besseren hier hingestellt, ja, der viel wertvoller war. Und ich habe dann gesagt, nee, ich brauche so einen ganz einfachen Plastikpappbecher. Denn die 3 Fragezeichen, die spielen ja immer in der Zentrale. Das ist also ein Schrottplatz, wo die 3 Fragezeichen einen Wohnwagen haben und das ist ihre Zentrale. Im Hintergrund hört man immer den Schrottplatz und im Hintergrund flext immer jemand. So, das ist jetzt aber viel zu nah dran an meinem Mikrofon. Jetzt musst du mal ein bisschen flexen im Hintergrund, so unregelmäßig, ja? Ja, wir müssen die Augen zumachen. Ja, aber sie muss flexen auf jeden Fall, bitte. Chantal, du musst flexen, so. Flex mal, und Chantal. Sehr gut, im Hintergrund haben wir also den Schrottplatz, der läuft weiter. Geh nicht zu dicht an dein Mikrofon, pass auf. So, und ich bin jetzt Justus Jonas und Herr Knopp, ich nehme Sie fest. Und wenn ich Ihnen ein Zeichen gebe, sagen Sie bitte, lass mich los, Bürschchen. Du brichst mir ja den Knochen. Okay. Ja? So, ich komme jetzt also angerannt. Da ist er ja. Los, hinterher. Na, warte, du Schurke. Dich schnapp ich mir. Lass mich los, Bürschchen. Du brichst mir ja die Knochen. Ja. Oh. Dieses Geräusch, das kommt dann, wenn man das also vor dem richtigen Mikrofon macht, natürlich ganz knackig rüber, ja, dieses Selleriegeräusch. Und dann habe ich ihm den Knochen gebrochen. Du kannst aufhören. Gregor Gysi gilt als der schnellste Politiker, den der Bundestag je gesehen hat. Deshalb wollte ich Sie fragen, ob ich zu Beginn unseres Gesprächs ein kleines Spiel mit Ihnen veranstalten darf. Gottes Willen. Gegensatzpaare. Und Sie sagen, was Ihnen mehr liegt und Ihnen näher ist. Ich leg mal los. Hm. Weselski oder Winterkorn?
Weselski. Das ist doch der Lokstreikführer. Ja, ganz genau. Winterkorn ist ein anderer. Jack Daniels oder Gorbatschow? Wir sprechen nur über die Schnapsmarken und Alkoholmarken. Ja, also das vertrage ich ehrlich gesagt beides nicht. Ich bin mehr für Wein. Was nehme ich jetzt in meiner Not? Ich nehme nicht den Wodka, dann nehme ich den Jack Whisky Daniels. Da. Ja. Mhm. Kathi Witt oder Steffi Graf? Das ist schwer, weil ich beide sehr schätze, ehrlich gesagt. Wieso muss ich mich zwischen beiden entscheiden? Kann ich sie nicht beide kriegen? Moritz ist eigentlich Hip-Hop-Fan. Gefällt dir das trotzdem? Ja, klar. Für mich ist es eine riesengroße Ehre und ein Schock. I'm in awe. Ja, of course. I mean, ist ein Held. You're a hero. It's great. Ich würde gerne mit Ihnen den ultimativen Tiger-Test machen. Weil, ja, ich habe in sehr vielen Interviews mit Ihnen gelesen, dass Sie sich jetzt doch gewandelt haben, eben hin zum Spirituellen, und dass Sie eigentlich mit diesem Sexbomb-Image nicht mehr so viel am Hut haben. Deswegen habe ich mir 5 Fragen überlegt, die Sie mit Ja oder Nein beantworten können. Okay? Yes. Sind Sie bereit? Ja, war nicht abgesprochen, bin gespannt. Wir steigern uns in den Fragen. Bevor wir anfangen, ich habe nie gesagt, dass ich mein Sexbomb-Image nicht möchte. Ich würde den Fans doch mal. Mehrere Interviews dazu gelesen. Aber wir fangen jetzt mal an. Wir will sie nur rausreden, glaube ich. Erstens, kaufen Sie ab jetzt weitere Hosen? Yeah, a little bit, yes. Ja, ein bisschen weiter schon. Zweitens, dürfen Ihre weiblichen Fans Ihnen weiterhin Unterwäsche auf die Bühne werfen? Well, I never said they could or they ich habe Ihnen das nie erlaubt oder verboten. Also das hängt auch von Ihnen ab. Das ist auch Sache des Publikums. Ich glaube nicht, dass ein Entertainer dem Publikum zu sagen hat, was sie tun oder lassen sollen. Ein Entertainer ist da, um dem Publikum zu gefallen. Und die Reaktion ist Sache des Publikums. Solange die gut ist, ist okay. Aber Ihr Manager, Ihr neuer Manager, also schon seit vielen, vielen Jahren, ist ja Ihr Sohn. Und der hat, habe ich gelesen, Ihnen gesagt, die dürfen zwar Unterwäsche werfen, aber sie sollen nicht mehr aufheben und sich damit die Stirn abwischen. Ja. Das stimmt, ja? Yes. Okay. Ja, das stimmt. Das war meine dritte Frage, also nicht mehr damit die Stirn abwischen. Julia Fischer fragt, hat er das als Manager oder als Sohn gesagt? Both, I think. In beiden Eigenschaften, glaube ich, weil manchmal kann man doch selber nicht sehen, was passiert. Man lässt sich so mitreißen durch die Atmosphäre und macht sich gar nicht klar, was man da tut. Und er hat mir gesagt, du kannst die Leute doch nicht daran hindern, die Unterwäsche auf die Bühne zu werfen. Aber mach da nicht noch was draus. Also heb sie nicht auch noch auf. Also das ist die ganze Geschichte. Als ich jünger war, da habe ich doch... Ich habe einmal gelesen, dass Sie der Erste waren, der mit Unterwäsche beworfen wurde. Stimmt das? Der erste Popstar, dem man überhaupt Unterhose zugeschmissen hat. Bevor ich Frage 4 und 5 stelle, ist dir schon mal Unterwäsche zugesteckt worden? Nein. Aber Giovanni. Geschickt worden. Aber Giovanni, er wollte es eigentlich nicht erzählen. Jetzt musste er aber. Zugeworfen? Nein. Nein, er ist auch nicht beworfen worden. Komm, jetzt musst du es erzählen. Nein. Du wolltest es doch. Also das war eine Vorlage, jetzt musst du es. Das ist eine Talkshow. Ich hab's an den Stimmbändern. Darf ich es kurz erzählen? Du wirst müssen, glaube ich, jetzt. Ja, er hat einen Slip zugesteckt bekommen und hat ihn vor Schreck angenommen und wusste dann überhaupt nicht mehr, was er damit tun sollte. Aber das ist eine super Ausrede, die merke ich mir. Ey, ich war so erschrocken, ich musste mitnehmen. So, Frage 4. Dass das Erröten so ein bisschen wieder weggeht bei dir. Bis dahin habe ich mich wieder beruhigt. Ja. So, es wird noch schlimmer. Sie haben Sex mal als Ihre natürliche Droge bezeichnet. Gilt das noch immer?
Ja. Ich denke, das würden die meisten Menschen unterschreiben. Sex sorgt doch, dass die Welt sich dreht. Ohne Sex würden wir doch gar nicht mehr existieren. Gerade ein großes Thema bei uns in Deutschland. Ja? Ja. Die fünfte Frage ist mir fast ein bisschen peinlich, sie zu stellen. Aber ich habe ja versprochen, dass ich hier kein Blatt vor den Mund nehme. Sie sollen mal gesagt haben, sie wünschten sich sehr, zwei Frauen beim Sex zu sehen zu dürfen. Ist diese Fantasie einer weniger fleischlichen gewichen jetzt im Alter? No, I have many fantasies. Nein, ich habe viele Fantasien. Man darf ja nicht Fundamentalist sein. Man muss sich ab und zu ja auch die Lieblingssüßigkeiten. Der Edin hat schon zugegriffen bei den Erdnussflips. Wie lange braucht man, um dieses Schälchen wieder abzutrainieren? Ich habe mir sagen lassen, das sind genau 100 Gramm. Ja? Um 100 Gramm abzutrainieren, müsste ein 80 Kilogramm schwerer normalsterblicher Läufer, der dreimal die Woche laufen geht, 49 Minuten laufen. Ist nicht wahr? Ja. Für so ein lächerliches Schüssel. Man isst ja nicht nur so eine Schüssel, man isst ja eine ganze Tüte. Das heißt, das hier, also 100 Gramm hier Studentenfutter, sind 53 Minuten. Das heißt, ein 80 Kilogramm schwerer Mann, der dreimal die Woche laufen geht, 30 Minuten, nimmt mehr zu durch diese zwei Schalen, als durch die 90 Minuten, die er laufen geht. Ich habe das unsympathischste Handicap der Welt. Oh. Ich versuche nämlich alles, um zuzunehmen. Weißt du was, Giovanni? Oh, bitte, komm. Giovanni, bitte. Nee, das kann ich nicht geben, das ist... Das muss ich mir immer anhören von Giovanni. Ich will zunehmen. Und was ist? Wir sitzen im Hotel morgens. Ja? Ich sitze da am Buffet und esse mein Nutella-Brot, manchmal auch ein Rollmops, manchmal auch abwechselnd. Und dann kommt Giovanni rein in Joggingklamotten, weil er gerade eine Runde durch den Park gelaufen ist. So in Existenzialisten-Schwarz, ganz arty. Ja, sieht so ein bisschen aus wie Johnny Depp. In lebensbejahenden schwarzen Männerklamotten. Ja, und schön. Macht mir ein schlechtes Gewissen. Nicht schlecht. Ja, aber das hier nur mal zum Vergleich. Also Apfel brauchen 5 Minuten, Möhren 3 Minuten, um es abzutrainieren. Also wenn man das isst, dann ist ja schon klar, die gleiche Menge, 100 Gramm nämlich, macht ja mehr Sinn, sich also vernünftig bewusst zu ernähren. Ich laufe im Vergleich zu Sven so wenig, dass sozusagen das, was ich dann abarbeiten würde, wäre sozusagen eine Rosine. Oh, bitte! Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja. Ist ja toll, dass du läufst. Also super, weil das auch ein besseres Lebensgefühl gibt. Ich traue mich gar nicht zu sagen, dass ich laufe. Es muss dir nicht peinlich sein. Bewege mich fort. Weißt du was? Ich kann ja... Nein. Das ist nicht falsch. Weil ich sag ja auch immer, Laufen ist wie Sex. Du musst nicht gut sein, um Spaß zu haben. Das, was mir auf der Zunge lag, schlummt jetzt wieder runter. Ja. Und haben Sie die Probe schon bestanden? Keine Ahnung, ich weiß nur, dass ich die Oberarmprobe bestanden habe. Weil man wollte mir ein Bustierkleid anziehen und dann hat man überprüft, ob ich wohl definierte Oberarme habe. Und was sind denn, Entschuldigung, was ist wohl definiert? Ja, so gut definierte, wo nichts hängt, genau. Und die habe ich anscheinend, darum kann man mir jetzt ein Bustierkleid anziehen. Das heißt, Sie mussten nichts tun, um dieses Bustierkleid anzuziehen? Nein, also das, was ich immer tue. Also ich mache ja seit Kindesbeinen an viel Sport und habe ganz viel getanzt, Ballett und so. Mhm. Das nennt man übrigens Winkefleisch, wenn man dann... Ach echt? Ja, Winkefleisch? Bei mir wackelt das ja so ein bisschen. Ja, genau. Das hat man überprüft, ob das zu viel ist, weil dann könnte man mir kein Bustierkleid also anziehen. Also Judith könnte nicht die Botschaft spielen. Das müsste die Tante da entscheiden. Ich habe auch überlegt, ob ich mich hier so hinsetzen kann mit dem Winkelfleisch. Aber ich habe mich einfach mal getraut. Also, dachte, genau. Holz. Ja. Du hast etwas gemacht, wo ich auch schon mal öfter mal drüber nachgedacht habe. Du bist in so ein wahnsinniges Diäthotel gegangen, wo man quasi entschlacken soll. Und ich habe das Vorurteil, deswegen habe ich es auch noch nicht gemacht, dass man da sehr viel Geld dafür bezahlt, dass man nichts zu essen bekommt. War es so? Ja, das ist richtig. Aber man wird natürlich wunderbar betreut und bekommt irgendwelche Infusionen. Einläufe. Ja. Das ist auch so lustig, die Tischgespräche. Es gibt ja nichts zu essen. Also hat man viel Zeit beim Teeschlürfen sich zu unterhalten. Und dann ist das so wie wenn Mütter reden, die auch sagen, so hat deiner auch so komischen, grünfüßigen Durchfall. Denkt man sich ja als Mutter überhaupt nichts. Meiner verträgt Pastinake nicht. Und so redet man in diesen Fastenkliniken auch, also haben sie schon abgeführt. Wie wirkt denn bei Ihnen das Salz? Haben Sie schon Ihr Deep Liver Detox hinter sich? Und das sind so, muss ich schon sagen, wenn alle dasselbe Abführmittel nehmen, das schweißt unheimlich zusammen.
ich muss gestehen, dass ich mich um dieses Gespräch wirklich gerissen habe, weil es gibt erstens keine Krankheit, die ich nicht schon hatte in meiner Einbildung. Und zweitens, ich, was Judith immer sehr amüsiert, eine panische Angst habe vor Bakterien. Und Sie schreiben über Bakterien mindestens genauso liebevoll wie über den Darm, weil beides gehört untrennbar zusammen. Was machen Bakterien Schönes im Darm? Also erstmal viele Sachen, die wir gar nicht richtig verdauen, spalten unsere Bakterien erst für uns auf und holen dann alle möglichen Köstlichkeiten noch mal am Ende der Fahnenstange für uns. Und eigentlich muss man auch sagen, sind die allermeisten Bakterien, die so in unserem Umfeld sind, gut. Also 95% der Bakterien tun uns nichts oder tun uns sogar wirklich gut. Und ich muss sagen, ich kenne das auch mit diesem Türklinken oder aus jemandem seiner Flasche trinken, nachdem noch hier schön der Spuck gefahren. Da war ich früher so wie, ah! Aber heute denke ich so wie, geh mal her, mal gucken, was du drauf hast. Giovanni und ich Zug fahren. Ne? Und er muss auf die Toilette, was sehr selten vorkommt. Dann aber nur, weil die Fahrt so kurz ist. Er macht so wie andere, die schon so eine kleine Phobie haben. Er tritt die Tür quasi auf. So einen kleinen Kung-Fu-Tritt aus lauter Angst vor Bakterien. Das wundert sich Julia immer wieder, wie gelenkig ich bin. Das ist ja auch nicht unbedingt falsch. Also es gibt sicher Stellen, da sind nicht so die besten Bakterien. Aber so das ganze Wissen über den Darm hat bei mir so eine bisschen andere Perspektive verursacht. Aber darf ich das, also wenn Judith schon petzt, petze ich auch. Wenn die mich dann so sieht, sagt die, wenn du es noch einmal machst, lecke ich die Türklinke. Das sage ich jetzt, weil ich gelesen habe in Ihrem Buch, dass es sogar gesundheitlich von Vorteil sein kann, wenn man sich die Darmbakterien eines anderen Menschen in den eigenen Darm, ja, Axel Prahl, einpflanzen lässt. Das ist natürlich, also ist so ein Extremfall. Das benutzen wir jetzt bei sehr starken Krankheiten. Es gibt so Durchfälle, die gehen gar nicht mehr weg und die sind wirklich dann auch für die Betroffenen echt nicht schön. Und dann, wenn man das mit sowas bekämpfen kann und es geht weg und es geht den Leuten danach einfach gut, dann hallo her damit. Also was soll die falsche Scham? Sie rehabilitieren Dinge, die bislang wirklich stark diskriminiert wurden. Also zum Beispiel, wie soll man das sagen? Bei der Zeit würden wir vielleicht sagen Flatulenzien, ja? Also bei 389 der Aufklärung verpflichtet, Pupsen. Sie sagen, Pupsen ist was ganz Gutes und Gesundes. Warum? Woher kommt Pupsen? Wer weiß das? Ich wusste es, bevor ich mich mit Ihnen beschäftigt habe, nicht. Ja, und das ist doch so. Wir haben so diesen Körper und vielleicht reden wir deswegen auch immer wieder über Sex heute Abend, weil es eigentlich endlich mal so ein Wort ist, was wirklich körperlich ist. Dann muss man mal wieder an Körper denken, weil anders geht das halt nicht. Ja? Wir denken den so weg und wenn irgendwo ein Pups kommt, sind so wie, oh Gott, wo kam denn das jetzt her, wie furchtbar peinlich und so weiter. Pupse kommen von unseren Darmbakterien, wenn wir sie mal richtig gut gefüttert haben. Also es gibt Darmbakterien, die produzieren dann Gase und dann ist es so wie, hey, paradiesisch überfüttert. Aha, und dann. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, wenn es nicht zu oft kommt. Ich würde sagen, wer gar nicht Pups, ist ein schlechter Mikrobengastgeber. Aber bei wem es natürlich zu viel ist, sodass das Gas zu viel ist und dann auch drückt und unangenehm wehtut, dann ernährt man vielleicht die falsch. Aber wenn Sie mit jemandem ausgehen und der fängt dann an zu pupsen, finden Sie das nicht peinlich? Es kommt natürlich darauf an, mit wem ich ausgehe. Ich persönlich finde es eigentlich nie peinlich. Bei älteren Leuten finde ich es irgendwie süß. Bei Freunden denke ich, so gemütlich sind wir schon zusammen. Und bei anderen Leuten passiert es jetzt nicht so oft. Und ja, es hat für mich etwas von Gemütlichkeit. Und wir können zugestehen, dass unser Inneres die ganze Zeit tolle Sachen für uns machen. Da fällt das dabei an. Ist doch gut. Sie verändern mein Leben. Ich weiß nicht, wie Sie das finden, ob Sie finden, dass in der Oper auch alle so modelmäßig sein oder Schauspieler sein müssen. Nein, oder? Rolando mag die Frau. Ich mag ja, ich höre mag die, alle diese. Wenn es mit Gefühl ist, wenn von mit dem Seele singt, die Leute, die sind was? Einige Kilos mehr sind auch schön. Mhm. Die Leute, die haben kleine Bubis, sind auch schön. Die Leute, die alte Frauen sind wunderbar schön. Ich glaube, dass wir wohnen in einer Sozietät, die sage, wir leben in einer Sozietät, die sagt, das ist nicht schön, das ist nicht schön, das ist nicht schön. Sie helfen die Leute, die glauben das und sagen, ich fühle nicht gut so, weil jeder sagt zu mir, das ist nicht schön, ich brauche das, bitte geben Sie zu mir. Und ich denke, das besser wird sein, das bin ich, ich liebe das. Aber wenn diese Person das nicht kann erreichen, Sie sind da zum Helfen. Und ich glaube, Kunst muss auch in eine andere Richtung schauen. Kunst muss sagen,
Es geht nicht über, wie wir sehen. Es geht über, was wir haben drinnen. Und Oper spricht das, wir haben drinnen. Musik kommt von... So, kannst du so sein? Ist das besser, wenn du so sitzt? Vielleicht ja, weil du kannst besser bewegen. Aber Rodolfo und Mimi, sie können auch so sein. Und wir werden berührend sein. Die Leute, die haben mehr Kilos, die lieben. Die sind schön auch. Und die umarmen und die haben Gefühle. Und wir müssen alle, jeder schauen als Menschen, nicht als Modelle. Und es gibt... Bravo! In ihrer Jugend, also man könnte es positiv ausdrücken und sagen, ein Geschäftsmann, der dabei war, sich ein Imperium aufzubauen. Nur die Polizei fand es jetzt nicht so toll. Ja, leider. Also sie haben Platten, meine Mama geklaute auch nicht. Platten ja. verkauft und ja. es gab irgendwas mit Mofas. Mit Mofas, ja, ja. Ja, also groß angelegt, Geschäfte gemacht und habe da gedacht, ich könnte da jetzt auch ein Kaufhaus ausnehmen. Und wir hatten da noch eine kleine Mofa, also 80er Jahre, in der Schweiz bin ich aufgewachsen, vielleicht auch hier in Deutschland, da waren Mofas in. Ja. Ja. Und wir hatten da noch so eine kleine Fabrik uns zugetan und Mofas ausgeliehen. Nicht wirklich, wir haben sie geklaut, wir haben sie umgespritzt, wir haben die Rahmennummer rausgestampft, rausgeschliffen und eine neue Rahmennummer reingetan und dann auch das natürlich versucht, custom-made zu verkaufen. Ja, custom-made, also je nachdem, wenn jetzt jemand, wenn der Angelo hätte wollen, ja, du, ich möchte haben, dass das bis 65 fährt, dann hätte man auch diesen Wunsch locker. Ja. Ich glaube, Sie würden es nicht als Angriff auf sich aufnehmen, wenn ich sage, Sie machen auf mich den Eindruck einer extrem willensstarken Persönlichkeit. Ja, das haben Sie nett gesagt. Andere sagen stur. Also willensstark finde ich will besser. Ich will auch ein Beispiel nennen. Wie muss ein Kind drauf sein, das sich im Alter von 3 Jahren in der DDR, wo sie aufgewachsen sind, weigert, in den Kindergarten zu gehen? Wie setzt ein Kind sowas durch, wo alle gehen, wo der Konformitätsdruck so hoch ist? Naja, also zum einen war das natürlich, ich war wirklich ein Kind, das mit mir selber irgendwie immer ganz zufrieden war. Also, aber ich hatte auch das Problem, ich habe ja bei meinen Großeltern gelebt, das war ein kleines Dorf. Es gab dort im Grunde keine Kinder, die nicht hellhäutig und helläugig waren. Also ich fiel auf vom Aussehen her. Und das hatte schon zur Folge, dass ich so ein bisschen geärgert und gemobbt wurde. Also als ich war ja kurzzeitig im Kindergarten. Und ich war irgendwie immer so ein bisschen ausgeschlossen oder wurde dann auch so ein bisschen gehänselt. Wie sieht denn die aus? Da haben wir ein Bild von Ihnen als Kind. Ja gut, das war ganz klein. Und also irgendwie fühlte ich mich nicht wohl. Ich kam auch nicht rein. Also ich habe irgendwie nicht die anderen Kinder gewinnen können, dass sie dann also mit mir gespielt haben, sondern irgendwie war ich draußen und dann wollte ich da auch nicht mehr hingehen. Das haben Sie dann Ihren Großeltern und Ihrer Mutter erklärt? Sehr deutlich gemacht. Ja, also da konnte ich auch ein kleiner Terrorist sein. Also wenn ich was wirklich gar nicht wollte, dann habe ich das auch sehr vehement deutlich gemacht und vertreten. Und nun hatte ich auch, ich hatte ja unheimlich liebe Großeltern, die dann natürlich sofort gesagt haben, oh, das Kind, das kann man mit dem Kind doch nicht machen, wenn das da nicht hin will. Und dann hat meine Großmutter eben gesagt, sie bleibt erstmal zu Hause und kümmert sich um mich. Und dadurch hatte ich dann eigentlich auch eine sehr glückliche Kindheit, obwohl sie vielleicht in dem Sinne unglücklich war, weil ich ziemlich viel mit mir alleine war. Und es gibt eine andere Geschichte, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber auch da erkennt man eine unglaubliche Persönlichkeit. Sie waren in der 9. und 10. oder 10. Klasse in der DDR, war es üblich, in den Wehrunterricht zu gehen.
Und da mussten sie innerhalb der Expedition, die man da gemacht hat. Expedition klingt so nett. Also es war so ein Lager, Drill, wo man hin das musste. Drill, das Drill, den Drills, den man sich da unterwerfen musste, auch mit 5 oder 6 anderen Schulkameraden in einem Zimmer übernachten. Und das hat sie offenbar so gestört, so angewidert, dass sie aufgehört haben zu essen. Ja, also es war, sag mal, das Ganze. Also das ging ja damit los, man musste Uniform tragen. Man musste im Gleichschritt marschieren, man musste Gasmaske tragen, Gewehr, mit dem Gewehr schießen üben. Und ich fand das alles sowas von widerwärtig. Und dann kam noch dazu, warum nochmal? Also, das habe ich gerade inbegriffen. Wo waren Sie? Das war in der DDR so. Also, dass man quasi, das hieß vormilitärische Ausbildung. Das war auch für Mädchen. Und die Jungs müssten noch ein bisschen länger da sein. Aber es gab auch keine Zivi-Möglichkeit, sich da irgendwie zu sagen, ich gehe ins Krankenhaus und kümmere mich dort um Menschen. Also, das hätte ich sofort 1000-mal lieber gemacht. Aber das ging nicht, sondern man musste dahin. Und dann war ich natürlich auch jemand, Sie haben das vorhin angesprochen, ich brauche das, dass ich abends irgendwie dann für mich alleine bin, dass ich irgendwie eine Rückzugsmöglichkeit habe. Nun war das gar nicht ewig lang, das waren 2 Wochen. Also was ich jetzt hier erzähle, klingt vielleicht, sagen sich vielleicht manche, na, wird die doch 2 Wochen aushalten, da irgendwie in so einem Lager zu sein. Aber für mich war das wirklich richtig die Hölle. Und deswegen war das jetzt gar nicht so ein bewusster Hungerstreik. Aber Sie sind da gar nicht auf Verständnis gestoßen, sondern Sie sind abgestraft worden. Na gut, das wurde natürlich als politische Protestaktion gewertet. Also, dass ich dann nicht mehr gegessen habe, das war natürlich so der Ausweis. Das wurde mir dann auch in die Beurteilung geschrieben, dass ich nicht in der Lage bin, mich in Kollektive einzuordnen. Also, das war dann die offizielle Beurteilung, die ich dann auch bekommen habe. Und durften nicht studieren deswegen, ist das korrekt? Also zunächst mal, bis die Wende kam, war ich dann nach dem Abitur zu Hause und habe mich so mit Nachhilfeunterricht über Wasser gehalten und konnte dann zum Glück 1990 anfangen zu studieren. Ich hatte einen Nervenzusammenbruch. Ich habe es einfach nicht mehr gepackt. Bin dann kurz in der Klapse gelandet. Im Ernst jetzt? Hatte einen super Arzt. Ich war auf dem Gang, weil es war nicht mehr genug Platz. Und war da festgeschnallt und hatte einen Arzt, ich sagte zu ihm die ganze Zeit, ich muss zur Vorstellung, ich will jetzt spielen. Okay. Und er hat eine Kurzanamnese mit mir gemacht und hat mich dann auch rausgelassen. Ich saß dann im Taxi und merkte, verdammt nochmal, es ist Sonntag, wir haben Nachmittagsvorstellung. Eigentlich müsste ich jetzt schon auf der Bühne stehen. Und habe dann aus dem Taxi angerufen und habe gesagt, irgendwie erzählt Witze, macht irgendwas, ich komme. Und kam dann, ich habe da auch vorher dann das Fenster mit meinen Armen eingeschlagen, mit verbundenen Armen und allem. Das ist eine dramatische Geschichte. Ja, das gehört in jede Schauspieler-Vita, finde ich. Und ja, Moment, da fragen wir mal, Bjarne Mädel ist ja auch da als Schauspieler. Bjarne hat dann sauber gemacht. Habe ich alles genauso erlebt. Und der Robert De Niro auch, und der Pacino auch. Sie haben ja auch zusammen mal gedreht. Wie ging denn das eigentlich? Super, ich habe den verhaftet. Nein, das war schwitzig. Ich bin ein großer Fan von diesem wahnsinnigen Understatement, was Bjarne macht. Und als er bei uns auftauchte, war einfach nur, wow, was haben wir denn jetzt schon wieder hier im Cast? Aber er hat sehr gezögert, die Rolle anzunehmen, habe ich gehört. Damals? Ja. Nee. Doch, weil Sie sagten, Sie sollten eine Rolle spielen, da sollten Sie schräg aussehen. Und Sie haben gesagt, was nee, ist... Nee, ja, jetzt weiß ich. Ich habe auch Sachen verdrängt schon. Ja. Es stand im Drehbuch ein sehr langer, dünner, hagerer Typ. Täter. So Täter, Täter, ja. Also, ja. Und ich habe gesagt, ich bin... Vater sagt, er war es nicht. Er war es nicht, er hätte aber gepasst. Aber bei mir, ich war halt, ich bin halt klein und nicht hager und dünn und habe dann den Regisseur gefragt, ob das wichtig ist, weil ich wüsste nicht, wie ich das hinkriegen soll, lang und dünn. Und dann habe ich mir zwei unterschiedlich farbene Kontaktlinsen zu tragen, weil das so eine schräge, dachte ich mir, einen schrägen Eindruck gibt. Was hat der denn und so? Hat's auch, aber man hat es nie gesehen. Ja. Also das Licht wurde so gesetzt, dass man das nicht gemerkt hat. Aber ich habe mich gut gefühlt. Aber in den Drehpausen war es eine große Unterhaltung. Ja. Er. Ja. Weil er konnte das eine Auge so drehen, glaube ich. Kannst du das vorstellen? Ja. Yes! Oh! Oh! Was war das denn? Ja. Oh. Ist nicht schön. Der atmet da auch durch. Naja, das ist ja das Typische, was man... Aber das wollte ich ja gar nicht zum Thema machen. Herr Mommsen, die Tatsache, dass Sie wieder entlassen wurden und Sie so schnell rausgekommen sind... Macht Ihnen zu denken, ja. Hat Ihnen das Gefühl gegeben, vielleicht haben Sie doch einen Sprung in der Schüssel?
Nein, ich fand den Arzt einfach in dem Moment erstmal enorm souverän, weil er wirklich ganz schnell geschnallt hat, okay, da hat jemand gerade mal kurz irgendwie, dem sind die Sicherungen durchgebrannt, aber den brauchen wir jetzt nicht für die nächsten 10 Jahre wegzusperren. Es hätte ja auch schief gehen können. Also an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön. Ich bin dann auf die Bühne und im Publikum hatte ich Visionen von meiner Schauspiellehrerin, die sagte, du schaffst es! Und Freunden, die sagten, zeig's hier! Ja, das ist, wenn man mal so richtig schön sich erlaubt, einen Film zu fahren. Ja, und jetzt ist das besser geworden? Nee. Nee? Ja, ich glaube, so ein bisschen so. Wir sind nach Dubai gefahren, sehr, sehr oft ins gleiche Hotel. Und das ist so in französischer Führung. Also ich bin ja nur im deutschsprachigen Raum bekannt. Das heißt, der Direktor vom Hotel bekam nur ab und zu mal wahrscheinlich einen Hinweis, ein prominentes Ehepaar befindet sich da. Sie ist in Deutschland ganz bekannt, so sickert das oft durch. Dann merke ich, wenn verlegene, nicht deutsch sprechende Leute vor mir stehen, die versuchen dann zusammenzukriegen, wie man meine Karriere auf den Punkt kriegt, das ist dann natürlich auch schwer. Und plötzlich standen sie vor Franjo. Ja gut, der ist 1,90 groß, sieht nett aus, ist Rheinländer, immer einen guten Humor. Ich stand dahinter in Flipflops und hatte auch gar keine Lust, mit der ganzen Welt mal wieder mich zu unterhalten. Und schob Franjo so vor. Und dann sagte der Direktor, ja, wir haben gehört, ne, natürlich auf Englisch, sie sind in Deutschland sehr bekannt. Ne? Und Franjo dachte, er redet von mir. Und er, ja, ja, ist ne, so. Und dann sagte er, ja, ein ganz berühmter Schauspieler. Und ich lasse, egal was die sagen, immer stehen, weil wie soll ich mich erklären? Das ist ja kein Beruf, Werbeikone oder Unterhaltungsfaktor zu sein. Das kann man keiner erklären. Also sage ich zu allem ja, was im Fernsehen ist. Ich bin also alles. Und plötzlich kam jemand und drückte mir eine Kamera in die Hand und sagte, machen Sie ein Foto. Und ich wollte mich so daneben stellen, weil bin ich auch ein bisschen gewöhnt, ehrlich gesagt. Ich wollte gerade so. Und dann auf einmal, nee, das ist schon scharf gestellt. Und ich, wieso? Glücklich und zufrieden stand die ganze Familie um Franjo. Und dann habe ich abgedrückt und dann haben die sich Autogramme geholt. Und das haben wir nie geändert. Und da die kein Deutsch kennen, wird sich das jetzt auch nicht ändern. Franjo bekommt die schönste Liege, bekommt immer ein Getränk. Und dann sagen die immer, das puerto-ricanische Kindermädchen, was ich denn wieder bin mit den 2 Kindern, das wäre auch ganz hot, das, was er mitgebracht hat. So ist das. Hilft es, wenn man sehr viel als Mann unterwegs ist und die Frau dann oder den Partner selten sieht, die Beziehung spannend zu halten? Durch die Vermittlung des Fernsehens hat mich meine Frau auch gesehen, mich nicht zu halten. Tatsächlich ist die Geschichte des 9. November 1989. 26-Jähriger. Ich war ein junger Reporter beim Sender Freies Berlin, der heute im RBB mit aufgegangen ist. Und wir waren mit Kollegen abends Fußball gucken, das war ein Donnerstagabend und es war, heute heißt es Europa League, damals UEFA-Pokal. Und dann wussten wir auch nicht so, was wir noch machen sollen, haben wir noch ein Billard gespielt in der Kneipe. Und irgendwie war das ja auch virulent, so da war mit der Mauer und so, aber so richtig mitbekommen hatten wir es auch abends um 10 noch nicht. Dann haben wir einen Taxifahrer angehalten und dann hat der Taxifahrer, glaube ich, auf unsere Frage, ob denn irgendwie was wäre, gesagt, sag mal, seid ihr völlig weich? Alle gar nichts mitbekommen. Die hatten Funk, also eine Zeit vor Handys, vor diesen modernen Kommunikationsmitteln. Dann sind wir in das Taxi eingestiegen, wollten zum Brandenburger Tor fahren, sind noch bis zur Siegessäule gekommen, da war schon Vollalarm. Dann sind wir zu Fuß, lass es 600, 700 Meter sein, vor zum Brandenburger Tor. Dort, die das damals mal gesehen haben, war das ja so, dass die Mauer nicht einfach nur so dünn war und dann mit diesem runden Überbau, sondern die war sehr tief, man konnte auf der Mauer gehen. War aus der Erinnerung, würde ich sagen, mindestens 2 Meter tief. Dann sind wir von der Westseite hochgeklettert auf die Mauer, sicherlich nicht als die Ersten, aber wir standen mit ganz vielen Menschen dann eben drauf auf dieser Mauer. Und das Brandenburger Tor war bewacht von ich kenne mich mit Uniformen nicht so aus, ob das jetzt NVA war oder Volkspolizei, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall uniformierte Sicherheitskräfte. Aber was machen Sie da unten? Bitte? Was haben Sie da unten? Naja, ich war dann schon auf der Ostseite. Also ich bin, ich stehe dann schon auf der Ostseite. Du bist in die andere Richtung geflüchtet. Naja, Katharina, das war für uns natürlich auch interessant. Die andere Richtung war für uns ja auch nicht ganz so unerreichbar wie für uns. Hatten Sie nicht Angst da plötzlich? Na total. Ich weiß das noch wie heute. Eine Frau ist als Erste rüber und dann haben die von der Mauer, die wir oben standen, immer noch gerufen, lass das, mach das nicht runter und riskiert nichts und keine Provokation und so. Das war die Atmosphäre. Aber sie ging hin zu diesen, ich sag jetzt mal Volkspolizisten, bin gar nicht sicher, und die standen wirklich eng beieinander, direkt vorm Brandenburger Tor. Und dann hat sie kurz mit denen geredet und dann haben die Platz gemacht und dann ist sie durchgegangen. Und das war für uns natürlich wie das Signal, dass wir alle dürfen. Nochmal, ich gehörte nicht zu den ersten 10, aber vielleicht zu den ersten 50 oder 100. Wenn ich Johannes Bekerner wäre, würde ich Sie fragen, sind Sie jetzt gerade gerührt?
Nee, sagen wir so, ich habe die Geschichte im privaten Kreis schon mal erzählt, nicht gerührt, aber ich empfinde es als großes Glück, dass ich das erlebe. Ich habe sie, hab sie heute Abend. Bislang hat mir diese Sendung so gut gefallen, weil die ganze Zeit saß ich hier und habe gedacht, da kann jemand was ich nie unter Folter nicht hinkriegen würde. Ja, aber Katja, ich will dir zeigen, was man machen muss. 1, 2, 3, Katja. Schon alleine das sprengt den Senderahmen, bis ich das hinkriege, ungefähr um 3 Stunden. Giovanni, 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 Giovanni. Ich habe Judith schwer im Verdacht, dass sie das eingefädelt hat. Nein, 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 wirklich nicht. Also Giovanni, einfach spucken. Ich sage den Kindern, einfach go. Kannst du das? Exactly, no problem. Nee, nee, ja, Mund drauf und spucken. Nee, 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 auf dem Mundstück. Ja, nochmal. Wollen wir im Ernst sagen, das war ein Ton? Fast. Der Elefant hätte... Ja, wenn du die Lippe genau drauf hältst, aha, so, warte, mach mal so, mach drauf, nicht küssen. Okay. Was ist der Domingo, der Zweite? Ich kann es nicht, was soll ich nachher? Du machst. Okay. Genau. Sie sind nicht erkältet? Nee, ich auch nicht. Du. Ja, ja, und ohne die Lippe, ohne die... Wo war das Ja? Ich dachte, man hört nichts. Ja, aber das sieht gut aus. Ja, und ohne die Backen aufzupusten. Ja, ja. Und ein bisschen mehr spucken und wir haben das. 1, 2, 3. Spucken. Ja, nochmal spucken. Sarah, das war der letzte Versuch. Ein Versuch noch, okay? Ein Versuch noch. Und dann glauben Sie es mir. Kannst du... Ja, das war der Anfang. Nix war da. Doch, nix. Die Schule war für mich mehr oder weniger ein Klotz am Bein. Irgendwie gefiel mir das nicht. Ich hatte nachher nur noch einen Zettel mit und einen Kugelschreiber. Weil allein die Tasche dahin zu schleppen. War schon zu viel. Fürchterlich. Ich muss dazu sagen, in der Zeit war das auch alles ganz merkwürdig. Die Lehrer, die kamen noch aus einem ganz anderen Jahrhundert, so kam einem das vor. Absolut. Und die haben im Unterricht geraucht teilweise, da war ja kein Rauchverbot. Wir haben dann auch angefangen, wir haben unterm Schultisch so geraucht. Und interessierte das überhaupt nicht mehr, was der da vorne quatschte. Dann hatten wir junge Lehrer, die hatten sich nicht getraut, sich vor die Klasse zu stellen. Die sind dann rausgegangen, wenn sie ein Butterbrot gegessen haben. Also war eine sehr, es war so eine Aufbruchsstimmung. Die älteren Herren, die also durchweg im braunen Zweireiher aufgetreten sind als Lehrer, wir haben die überhaupt nicht ernst genommen. Ja, was wollten die uns denn beibringen? Wenn Sie das Thema Krebs hören, wie in dieser Runde, ja, ist das etwas, was Sie, das Ihnen wehtut? Nicht wehtut, aber es ist etwas, was meine Familie sehr begleitet. Also meine Mutter starb an Krebs. Meine Schwester Patricia hat vor kurzem Krebs gehabt, ist Gott sei Dank gut verheilt alles. Aber meine Mutter, sie starb, als ich 10 Monate alt war. Und es war auch so, für mich, ich verbinde das nicht nur negativ, sondern für mich ist es auch, ihr Sterben war für mich ein großes Zeichen von Liebe, weil sie war gerade mit mir schwanger und die haben rausgekriegt, dass sie Krebs hat und die wollten die Chemo anfangen und meinten, sie müsste abtreiben. Und dann könnten die anfangen. Und das kam für sie nicht in Frage. Für sie war ganz klar, mein Leben ihr wichtiger. Und alle Ärzte haben sie nach Hause geschickt. Und danach hat sie dann die Chemo angefangen und es war zu spät. Mhm. Hätte sie eine Chance, weiß ich nicht. Aber für sie war das klar. Und viele würden sagen, dass das ist eine Last oder eine Belastung. Aber für mich im Gegenteil, ich fühle mich schon immer, obwohl ich sie nicht kennenlernte und mich auch bei mir hatte lange Zeit, ich fühlte mich schon immer von ihr sehr, sehr geliebt. Und ich glaube, das hat sie mir mitgegeben. Nach Winnetou 3, ich bin, ich,
Ich bin gestorben, ne? Und in der Rolle, ja. Der Produzent aus Rheinland hat mich angerufen von Deutschland und hat mir gesagt, Pierre, ich muss mit dir reden, weil die Situation in Deutschland ist furchtbar. Und ich war, die Leute wollen boykottieren, den Film boykottieren, weil du stirbst. Was können wir machen? Ich habe gesagt, es tut mir leid, aber ich bin schon gestorben. Es fällt mir schwer, ohne dich zu leben. Jeden Tag zu jeder Zeit, einfach alles zu geben. Dann ist man da und dann geht's nur noch nach vorne. Ich denk so oft zurück an das, was war. An jedem so geliebten vergangenen Tag. Ich stell mir vor, dass du zu mir stehst und jeden meiner Wege an meiner Seite gehst. As long as you wanna hear me, I'll be back. Ich denke an so vieles, seitdem du nicht mehr bist. Denn du hast mir gezeigt, wie wertvoll das Leben ist. Der Bogen spannt sich tatsächlich von dem Gehirn, das nicht aufhört und produzieren will, zu dem Bett einer Freundin, die stirbt und die sich von mir Alltagsgeschichten erzählen lässt, um klarzumachen, sie stirbt nicht. Und ich erzähle banale Geschichten aus der Zeitung. Und ich rede immer weiter und sie schließt die Augen und irgendwann höre ich auf zu reden, weil ich denke, jetzt schläft sie. Und dann lässt sie die Augen zu und ihre Lippen sagen nur, weiter. Und das ist der Bogen dieses Buches. Also, es hört nicht auf. Wir waren geboren, um zu leben. Dankeschön. Es ist dann so, bei Komikern, da ist ja ganz oft auf der anderen Seite so eine ganz tiefe, traurige Person auch dahinter, ne? Ja. Ich kenne das ja, wenn ich von der Bühne komme und manchmal denke, heute wird schwierig oder vielleicht bist du heute gar nicht so drauf. Aber ich muss die Leute ja nicht zum Lachen bringen. Ich kann das ja in meinen Songs dann auch anders. Ja, ist ja bei Xavier zum Beispiel, kennst du ja auch gut. Xavier Naidoo, genau. Ist ja so, da sagt mir auch, wenn ich traurig bin und habe dann auch noch ein trauriges Gefühl, dann ist es sogar fast... Ist besser, noch, ist, genau. Ja, klingt, aber wie machst du das und denn? Als Komiker ist es natürlich, ja, das ist das schlimmste Erlebnis war ja, als mein Vater gestorben ist, 2012. Und das ging nicht, das ist ja klar. Das sagst war, du die Show ab? Nur drei Wochen habe ich erst mal dann absagen müssen. Das war natürlich ein ganz schwerer Fall für mich. Aber die Fans haben gewartet und haben mir auf, jetzt muss man mal was Positives sagen über Facebook, die dann mir wirklich über 50.000 Einträge, die dann gesagt haben, hey, wir warten auf dich und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, mein Vater war ja so drauf, der hat gesagt, wenn ich heute sterbe, wenn ich morgens sterbe, dann trittst du abends auf. So war der. Der war einfach so, er wollte immer, dass ich, wir haben uns Gott sei Dank vorher gut aussprechen können. Er liebt mich, ich liebe ihn und wir haben das wirklich sagen können. Ich habe ihn ja auch muslimisch, er war ja Muslim und ich bin ja Buddhist, also nee, bin ich nicht, aber ich gehöre jetzt keine, meine Mutter ist ja katholisch, Vater Muslim, aber mein Vater wollte ja muslimisch beerdigt werden und das heißt, man wäscht ihn, also man muss den toten Körper dann waschen und, ne, und so und das habe ich alles gemacht, das war Verarbeitung für mich auch. Und, doch eine große Ehre, glaube ich. Das sagt man so, ja. Und dann nach drei Wochen habe ich gedacht, ich bin vielleicht jetzt wieder so weit. Und der erste Auftritt war in Frankfurt nach diesen drei Wochen. Ich wusste nicht, wie ich auf diese Bühne gehen soll. Jetzt als Komiker soll ich jetzt noch was dazu sagen. Ich bin auf die Bühne, und das war in der Fraport Arena in Frankfurt, das waren so 5.000 Zuschauer. Und dann bin ich raus und die waren erst mal 10 Minuten nur gestanden, haben applaudiert, haben sich gefreut, dass ich wieder weitermache. Und dann habe ich natürlich Tränen gehabt und irgendwie und ja, das war, ich habe dann natürlich immer wieder erwähnt, mein Vater lacht jetzt auch mit und mein Vater, das musste ich dann immer wieder einbauen, so, konnte nicht ganz davon, habe mich auch bedankt bei den Fans und ja, das ist, glaube ich, das Schönste, was man dann als Komiker erleben kann, wenn man dann wieder sagt, hey, aber mein Vater hat es ja so gewollt, dass ich die Leute weiter zum Lachen bringe, also die ich eben erreichen kann und ja, das verändert natürlich einen. Und, aber jetzt ist er ja auch wieder da und das ist das Schönste. Hast du das Gefühl, er ist immer bei dir? Ja, natürlich. Er hat mir auch so viel Witze schon geliefert, jetzt auch fürs neue Programm. Ja, das ist so,
weil Anekdoten dann wieder in meinen Kopf kommen. Zum Beispiel, als wir von Flüchtlingen gesprochen haben, sage ich, mittlerweile mache ich dann auch einen Gag, wo ich dann sage, hey, mein Vater hat es auch nicht einfach gehabt, als er nach Deutschland, hat er immer erzählt, ich habe es auch nicht einfach gehabt. Und also, ja, warum, Vater? Ja, also die Deutschen wollten ihn schon reinlassen nach Deutschland, aber meine Mutter nicht. Ne? Also meine. Und dann hat sie halt, meine Mutter hat irgendwann nachgegeben, hat zu ihm gesagt, Türke, wir schaffen das. So, und das ist, ja, was? Jetzt kommt hier mein Sterndeutungsbuch ins Spiel. Denn uns ist aufgefallen, dass wollen es relativ alle wenig. Jetzt, oder? Gerne. Das ist nicht jetzt so ein bisschen so ein Wollknäuel werden. Ein bisschen esoterisch. Nein, das ist auch so ein bisschen jetzt so. Aber jetzt müssen wir auch was machen. Es muss mehr werden als Piep, 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 guten Appetit. Ja, aber du darfst jemand gerne sonst irgendwie anfassen. Nee. Judith hat bestimmt einen Mondstein draus. Hast du einen Mondstein oder so dabei? Brauchst du einen Mondstein jetzt? Judith, du musst jetzt, guck mal, wir sitzen hier. Ja? Es gibt nachher einen Chai-Tee. Ich halte das nicht mehr lange aus, Leute. Lange machen wir es nicht mehr mit. Habe ich ein bisschen was von euren Vibrations abgekriegt? Du kannst mir auch gerne die Nee, ich kann nicht gut lesen. Geben. Ach so. Nein, ich lese dir vor, ich kann das gut. Okay. Okay, also wir wollen ein bisschen was über dich lernen. Ja? Für einen Stiermenschen ist Geld das gleiche wie das Gras für den richtigen Stier oder die Luft für einen Vogel. Es gehört zu seiner Lebenssubstanz, daher versucht er so viel wie nur irgend möglich zu kriegen. Das Erstaunliche ist, dass Stiere tatsächlich leichter zu Geld kommen als andere. Was soll ich denn jetzt sagen? Welche Bedeutung hat Geld für dich? Was? Welche Bedeutung hat Geld für dich? Geld ist schon wichtig. Ich komme ja aus ziemlich normal einfachen Verhältnissen. Also mein Vater war Kellner, meine Mutter Hausfrau. Wir waren 4 Kinder. Und so, ich bin schon so groß geworden, dass ich das sehr schätze, wenn ich jetzt Geld habe, dass ich auch aufpasse drauf, ohne jetzt einen Igel in der Tasche zu haben. Aber schon, das ist mir schon ziemlich wichtig. Also so, das ist schon auch so eine Prägung, wo man so weiß, okay, ich weiß, wie es ist, wenn man ganz, ganz wenig Geld hat. Und das finde ich aber eigentlich gut. Also ich bin froh drum. Ich beobachte manche so, wenn ihr jetzt so guckt, wo ich so denke, boah, haben die früh ein teures Auto oder haben die früh hier so einen Pelzkragen und irgendwie so einen Luxus, den sie sich wahrscheinlich nicht selbst verdient haben. Und eigentlich tun die mir leid. Also es ist nicht so, dass ich sie beneide, sondern sie tun mir eigentlich leid, weil ich genau weiß, dass du dann so Zeiten, in denen das nicht da ist, mehr leidest wahrscheinlich als ich. Ich habe in sehr jungen Jahren viel so existenzielle Sorgen mitgekriegt. Von Seiten meiner Mutter, als mein Vater plötzlich gestorben ist. Da standen wir dann da und das war alles immer schwierig. Und ich musste dann alte Klamotten auftragen, die deutsche Touristenkinder zum Beispiel bei uns zu Hause zurückgelassen hatten. So war das. Und dass diese existenziellen Sorgen nicht mehr so ganz da sind, dafür bin ich wirklich dankbar. Und deswegen sage ich auch manchmal auch zu meiner Frau, wenn wir so darüber reden, was dann auch an Kritik da teilweise so steht, dann pass auf, da draußen stehen morgen früh Menschen auf, die gehen dann wieder in den Supermarkt, sitzen da von morgens bis abends an dieser Kasse und wissen trotzdem nicht so richtig, wovon sie am nächsten Monatsende die Miete bezahlen sollen. Das sind echte Sorgen. Meine Sorgen sind die Sorgen, die man halt so hat in einer teilweise doch sehr, sehr künstlichen Welt. Das kann man eigentlich nicht richtig ernst nehmen. Ach, das? Also erst einmal darf man kein Raucher sein bei diesen Plastikteilen, weil dann setzen sich diese Rauchspuren da drin ab. Aber ansonsten, bei einem Mal schon? Ja, das weiß ich nicht. Wir müssen es mal testen. Wenn man testen, eine Zigarette vielleicht reinraucht? Oder Herr Krömer? Wenn man Also, es könnte sein. Sich bei einmal reinpusten? Ich weiß es nicht. Jetzt versuchen Sie es doch einfach mal. Also ja, wir wollen gucken, dass wir möglichst langen Ton produzieren. Und wir blasen einfach mal alle gleichzeitig mit diesem Griff, das ist ein G hier. Und gucken mal, wer am längsten kann, okay? Was? Also, wir blasen einen langen Ton und gucken, wer den Ton am längsten aushalten kann. Ja, keine Angst. Wir fangen zusammen an. Also, welchen Ton? Sehr, sehr beeindruckend. War gut, oder? Das war nicht gut. In meinem Ablauf stand es. Du kannst aufhören. In meinem Der Hund! Da
dann ist uns ja allen bekannt, dass sie 1977 ihren damaligen Lebensgefährten aus dem Affekt ermordet haben und dafür auch im Gefängnis erschossen haben. Dafür. Er war am Ende tot. Und sie waren dafür knapp 5 Jahre im Gefängnis. Wie schwer, ich will darüber gar nicht mit Ihnen sprechen. Das haben Sie schon oft gemacht. Ich will wissen, wie Sie danach wieder Fuß gefasst haben. Wie schwer es war, ob es schwer war, wieder zurückzugehen in die Filmbranche. Erstaunlicherweise. Diese Tat hat für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Alle wussten es. Erstaunlicherweise nein. Es war gar nicht schwer. Es gab Produzenten, die mich von früher kannten, Waldleitner, dann der Meissner von der Nova Film. Die haben gesagt, das interessiert uns überhaupt nicht. Sie ist eine großartige Schauspielerin und wir wollen sie beschäftigen. Also es gab überhaupt kein Vakuum. Ich habe sofort gedreht wieder. Und wie ging es Ihnen privat nach dieser Zeit im Gefängnis? Sie haben mal gesagt, dass Sie die Gefängnismauern eigentlich vermisst haben. Ja, naja, ich hatte ja sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Und wenn ich in München über die Straße ging, kamen viele Leute so auf mich zu. Mei, sonst nicht die, die damals den erschossen hat. Also, das war schon ein bisschen eine schwierige Zeit. Ich bin auch geflüchtet aus München, genau aus diesem Grund. Das war schwer. Und da habe ich mir oft gewünscht, mein Gott, am liebsten wäre ich wieder in meine Zelle mit dicken Mauern drumherum und keiner kann an mich ran. Aber das war relativ kurz und ich kam über die Zeit natürlich auch hinweg. Und es war ja nicht so, dass ich nichts getan hatte. Also so ist es nicht. Ich musste mit der ganzen Geschichte ja auch mich auseinandersetzen. Sie haben damals auch Pornos synchronisiert. Ja. Haben aber immer wieder gesagt, ganz wichtig, ich habe nie mitgespielt, ich habe nur synchronisiert. Was ist ein Satz, den ich habe die Pornos nicht gedreht, ich habe Pornos synchronisiert. Genau, synchronisiert, also nur gesprochen, nachgesprochen. Ja, in Hamburg gab es eine große Pornofilmindustrie und da konnte man sehr viel Geld verdienen. Ist es so, ein Take, also ein kurzer Take, also so ein, und für Laien in einem Film ein Satz, der geschnitten wird, in kurze wird ja alles in kurze Stücke geschnitten, das wird eingespielt und da kostet ein Take, die mussten bezahlen, 7 Mark. Also wenn ich also nur lange Sätze synchronisieren musste, das war zeitaufwendig und schwierig, hat oft auch nicht gepasst und so weiter. Und die aber beim Porno ging es ganz einfach. Da hast du einmal gehört, ja, und schon das war schon Satz. Schon hat es das super. Du hast deinen Arsch bewegt, aber jetzt sitzt du schon so lange drauf auf selbe. Ja, ich habe auch richtig Arschwasser, glaube ich. Mir ist sehr heiß und das sammelt sich hier alles gerade zwischen den Eiern und den Beinen. Arschwasser ist Schwitzwasser, oder? Ja, also, ja. Ich meine, Frauen haben nur Arschwasser, wir Männer haben auch noch das Gemächt hier vorne. Dazwischen sammelt sich auch noch ein bisschen was. Also, das nennst du dann Sackwasser? Das ist dann das berühmte Sackwasser und da hinten hast du dann das Arschwasser. Was ganz gut aufgefangen wird von meiner Arschbehaarung. So, jetzt haben wir es durch. Ich hab genau damit gerechnet. Jeder hat damit gerechnet. Du, nicht so privat, ich erzähl alles. Ja, ist okay, mach. Diese Frau, die jetzt so vor mir sitzt, sie haben einen Sklaven zu Hause, ne? Ja. Es gibt Enten. Halla, halla. Okay, ich werde automatisch Flüchtling. Das ist ja krass, ein Sklave. Muss ich dann sagen, hol mir das. Also ich habe auch einen, das ist der Ali, mein Betreuer. Ja. Nein, aber... Ich wollte gerade sagen, was macht ihr Sklave und wo kriegt man so einen? wo kriegt man so einen Sklaven her? Also erstmal muss man ungefähr 20 kennenlernen, bevor einer wirklich, wo ich sagen würde, ja, das funktioniert. Okay. Alles andere ist Schrott. Mhm. Ganz einfach, ich kann es nicht anders sagen. Ist das erlaubt? Was? Ist das erlaubt, was? Sklave zu halten? Ja, wenn der Sklave das selber will, ist das durchaus erlaubt. Das ist ja sein Wille. Haben Sie denn zu einer Beziehung zu dem Sklaven, würden Sie sagen, das ist eine richtig menschlich gute Beziehung? Oder ist das völlig... Ja, das ist mein bester Freund, das ist wie so ein großer Bruder für mich. Mhm. Ja. Aber zu Ihrer Frage, ich möchte ihn auch nicht zu Hause haben. Ach so, der ist nicht zu Hause. Nein, das Gott, verstanden. Ach so, ich dachte auch, der bringt den Mülleimer runter. Gut, das mache ich auch. Genau. Mach die Steuererklärung. Ne? Genau, da kommen wir der Sache nämlich schon einiges auch näher. Also ich habe mich im Bemühen, in Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, natürlich auch intensiv mit Ihren Texten befasst. Mhm. Habe ich noch nie gemacht. Jetzt spielen wir 10 Naked Hairdressers. One, two, three.
Und das machen Sie jeden Dienstag? Ja. Und wie viel Uhr? Morgens kurz nach 7. Morgens kurz, im Winter? Auch im Winter. Also es geht, solange kein Eis auf der Alster ist, kann man da rudern. Und auf der Elbe auch? Auf der Elbe bin ich einmal gerudert. Das hatte ich eigentlich gedacht, wird jetzt ein schwieriges Experiment. Aber es war bestes Wetter und ziemlich glattes Wasser. Und werden Sie erkannt auf dem Wasser? Ich werde auf dem Wasser auch erkannt, aber morgens gucken nicht so viele. Und laufen Sie auch noch daneben, neben dem Rudern? Also mein Plan ist, das hat jedenfalls diejenigen, die sich mit meinem Kalender beschäftigen, als Bitte bekommen, dass ich einmal die Woche rudern kann und zweimal die Woche laufen. Ja. Und das schaffe ich, würde ich mal sagen, in 2/3 der Wochen. Jetzt habe ich eine wahnsinnig komplizierte und investigative Frage an Sie. Was haben Rudern und Politik gemeinsam? Nichts. Und ja, okay. Und woran denken Sie, wenn Sie rudern? An nichts. Sie sind der ideale Talkshow-Gast. Ja, ich weiß. Dankeschön.